Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der DKB Handball Bundesliga. Siebter Spieltag, die Füchse Berlin, zu Gast der THW Kiel. Ausverkaufte Halle, 8.754 Zuschauer und zu meiner Rechten sitzt Alfred Gislason, Trainer des THW Kiel. Ihre Einschätzung bitte zum Spiel. Ja, guten Abend. Also natürlich bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft, dass wir hier gewonnen haben und auch, dass wir sehr gut gespielt haben, denke ich, besonders in Abwehr und mit der Torhüterleistung war ich natürlich auch sehr zufrieden. Ich bin, wie gesagt, froh, wir haben uns jetzt die letzten Wochen von Spiel zu Spiel gesteigert und natürlich wusste ich, dass das schon ein sehr großer Verlust ist für die Füchse, ohne Wiedes gegen uns zu spielen, dass sie mit großteils mit Rechtshänder spielen müssen oder mit dem jungen Reiski, der ja erst das zweite Bundesligaspiel macht. Und zudem haben wir auch unseren einzigen Punktverlust bis jetzt gemacht, nachdem wir nur einen Tag Pause hatten. Also wusste ich auch, dass schon vieles für uns sprechen könnte heute. Und deswegen freue ich mich, hier gewonnen zu haben und punktgleich mit den Füchsen zu sein. Und ja, das war, ich denke, insgesamt haben wir die Punkte auch verdient. Dankeschön. Erlingur, deine Einschätzung, wie siehst du das? Ja, guten Abend und Alfred, Glückwunsch zum Sieg und Kiel. Ja, man kann sagen, oder allgemein haben wir gut Abwehr gespielt, finde ich, und einer hat gut und viele Bälle gehalten. Aber unser Angriff war ein bisschen schlecht und natürlich unser erstes Tor kam nach, ich glaube, 7 oder 8 Minuten. Aber unsere Spieler kamen dann wirklich stark zurück und das war 5-6. Aber dann danach, das war nicht so gut. Aber ich muss das sagen, dass wir haben gut gekämpft, das ganze Spiel. Das ist natürlich wichtig für uns, aber Glückwunsch, Kiel. Herr Storm, alle Spiele in der Bundesliga bisher gewonnen mit dem THW Kiel, bis auf Wetzlar. Zufrieden mit der aktuellen Saison? Ja, in allererster Linie sind wir zufrieden, wie die Mannschaft sich von Spiel zu Spiel steigert. Wir hatten, wie gesagt, kaum eine Vorbereitung, das weiß jeder. Und wir haben in Barcelona jetzt auch ein Riesenspiel geliefert, am Ende dann mit einem Tor verloren. Und heute haben wir genau da weitergemacht. Also wir haben, sagen wir mal, ein Riesenpensum. Wir spielen alle 2-3 Tage und haben kaum Zeit zu trainieren. Und trotzdem stellt man sich immer wieder auf neue Gegner ein. Und was Trainer und Mannschaft hier heute abgeliefert haben, das war richtig klasse. Und da freut sich natürlich der ganze Club. Und ich auch. Beide Teams haben jetzt 12-2 Punkte auf dem Konto. Bob, wir natürlich auch. Zufrieden? Ja, mit dem Ergebnis natürlich nicht. Mit den Punkten schon. Ich bin viel weniger unzufrieden, als man vielleicht annehmen mag. Wir müssen ehrlich sein und müssen sagen, wir haben heute auf keiner Position das direkte Duell gewinnen können. Und dementsprechend ist auch die Ergebnishöhe in Ordnung. Ich ärgere mich, dass wir wieder 3-7 Meter verworfen haben. Das stört mich natürlich schon, aber ich finde, dass Steffen ein Schrittchen besser in die Mannschaft gekommen ist, auch wenn das immer noch nicht das ist, was wir von ihm kennen. Und glaube auch, dass wir die Aufgabe, so wie sie uns heute gegeben worden ist, sicherlich in Teilbereichen ordentlich gelöst haben. Und ich habe immer gesagt, wir wollen Schritt für Schritt an den THW Kiel auch herankommen. Das ist das Maß aller Dinge des deutschen Handballs. Und dann muss alles an diesem Tag passen. Und klar, dann hätte Fabi Wiede spielen müssen, überhaupt keine Frage. Dann hätte Drago vorne ein besseres Spiel haben müssen. Dann hätte Peter Nenadic überragend spielen müssen. Wir hätten die Gegenstöße nicht vergeben dürfen. Nur dann hast du eine Chance an diesem Tag. Aber ich finde, wir sind nicht mehr so weit weg. Ich glaube, dass wir heute eine ehrliche Chance gehabt hätten, heute etwas Großes zu holen. Wir haben es nicht getan, weil Kiel besagt einfach besser war und von daher das Spiel verdient gewonnen hat. Jetzt geht es für uns darum, dass wir gucken, dass wir europäisch den Startschuss legen am Sonntag und dann müssen wir
gucken, dass wir die Bundesliga weiter so spielen, wie wir sie spielen. Und dann, glaube ich, ist das alles so weit, dass wir mehr als zufrieden sein können. Danke. Und jetzt Ihre Fragen bitte. Zurückwerfen. Nochmal bitte ins Mikrofon. Ja, Jürgen Leibner, Märkische Oder-Zeitung. Wird das die Mannschaft möglicherweise zurückwerfen oder haben Sie jetzt Angst vor dem Start im Europapokal? Wenn man in Berlin was macht, darf man keine Angst haben. Also habe ich das auch nach wie vor nicht. Nee, habe ich überhaupt nicht. Also die Grundsituation ist nach wie vor die gleiche. Wir haben bis jetzt eine überragende Saison gespielt. Wir haben heute nicht so performt, haben wir ja gerade gesagt, wie wir das von uns selbst erwartet hätten, lag aber auch daran, Alfred hat es gesagt, an einer sehr, sehr guten Abwehrleistung, sehr, sehr guten Torhüterleistung von Kiel. Das ist ja auch Teil der Wahrheit, was wir heute gesehen haben. Und von daher bin ich mir sehr sicher, dass wir uns jetzt einmal schütteln und uns dann vernünftig auf die Aufgabe am Wochenende vorbereiten werden. Christoph. Ich habe eine Frage an Herrn Storm. Darf ich kurz? Hier. Hallo. Sie haben gerade gesagt, die Mannschaft spielt alle drei Tage, trotzdem sind Sie mit dem Entwicklungsprozess ganz zufrieden. Dieses Ergebnis heute, werten Sie das auch als Zeichen an die Konkurrenz, so im Sinne von eigener Stärke, oder sind Ihnen solche Gedanken fremd? Nochmal, ich habe das nicht verstanden. Eigene Stärke? Ich sage, dieses Ergebnis heute, werten Sie das auch als Signal an die Konkurrenz, wie stark der THW sein kann, oder sind Ihnen solche Gedanken fremd? Nee, also mir sowieso nicht, aber wichtig ist ja, dass den Spielern das nicht fremd ist. Und wir haben eine richtig tolle Mannschaft. Das ist, glaube ich, mit die jüngste Mannschaft, die der THW jemals hatte. Und das bauen wir gerade hier gemeinsam alle zusammen neu auf, in erster Linie Alfred. Und wie gesagt, wir sind froh, wenn wir so auftreten nach so kurzer Zeit. Mit dieser jungen Truppe, wenn man sieht, Mikola Billig, das ist ja nicht normal, dass so ein 19-Jähriger in die Bundesliga kommt aus Österreich und jedes Mal zu den Top-Torschützen gehört. Ich meine, das gibt hier richtig auf die Nuss in der Bundesliga und der steht immer wieder auf und geht immer wieder drauf. Und da entwickeln sich Spieler, auch der Lukas Nilsson hat letztes Jahr noch in Östert gespielt, sicherlich auch alle in der Nationalmannschaft unterwegs, aber die Jungs sind 19, andere sind 20, andere 22 und Bob macht das hier ja in Berlin genauso, immer wieder neue Spieler entwickeln, aber wir sind diesen Schritt gegangen und haben jetzt hier wieder eine Truppe zusammen und ich glaube, dass sich die Mannschaft noch steigern wird. Ich glaube, wir können noch besser spielen, als wir das heute gesehen haben. Und das wird kommen mit der Zeit. Und dann ist es auch ein Signal an die, die vielleicht jetzt noch vor uns stehen. Gut, wenn weiter keine Fragen sind. Doch, Herr Gussmann. Eine kurze an Herrn Gislason. Wie entscheiden Sie in der Torhüterfrage? Also hier bei uns war so angekommen Andi Wolf eigentlich Nummer 1, aber fing nicht an. Ja, da kommt das aus dem Bauch? Hat oder? Keiner mehr mit mir gesprochen. Also. Wenn ihr da schon entscheidet, das ist schön für euch, aber Wolf hat so gut wie durchgespielt in Barcelona und jetzt war der andere dran. Und ja, nee, nicht nur aus dem Bauch, aber ich muss sie beide benutzen. Ist natürlich super. Niklas spielt eine überragende erste Halbzeit, kommt dann nicht so richtig ins Spiel in der zweiten und dann kommt Andi und macht komplett zu. Das ist schön. Aber wenn ich dann klein bisschen auf die Frage von Theo vorhin, das ist eigentlich ein riesen Unterschied, ein Spiel zu spielen, wenn eine Mannschaft 4 Tage Pause hat und die andere nur einen. Oder das ist dann, deswegen, wir hätten nie in Wetzlar zum Beispiel verloren, wenn wir einen Tag mehr Pause gehabt hätten, zum Beispiel. Also das ist ein bisschen zerrt, ein bisschen an diesen Ergebnissen teilweise in der Bundesliga, wenn durch diesen ganzen Spielkalender, wenn manchmal man in 3 Tagen 2 Spiele machen muss. Max Busse, Süddeutsche Zeitung, Herr Storm. Gehören denn die Füchse zu den Titelfavoriten? Sind die schon dran oder wie weit ist der Vorsprung noch? Ja, die stehen ja mit uns auf Augenhöhe. Insofern sind sie auch mit Titelfavorit. Ich glaube, wir haben dieses Jahr ein paar mehr, die Titelfavoriten sind. Also wichtig ist ja, glaube ich, dass hier gute Arbeit geleistet wird. Das sieht man ja. Und da muss man Geduld haben. Im letzten Jahr sah das, glaube ich, auch noch zeitweilig anders aus. Und jetzt, wie Bob, ich glaube, du hast im Vorfeld gesagt, hier hat sich was entwickelt. Und das kann man, glaube ich, auch von außen betrachten. Auch wenn man da nicht drinsteckt, sieht man, dass hier eine tolle Mannschaft sich entwickelt in Berlin. Ninja. Ich habe eine Frage an Erlinge.
Ihr habt zwischendrin immer mal wieder mit zwei Kreisläufern gespielt, was sich jedes Mal als gut herausgestellt hat. Warum habt ihr das nicht noch häufiger machen können in der Offensive? Meinst du, dass wir haben zu oft mit zwei... Nein, zu selten. Zu selten, aha. Ja, das ist natürlich eine Variation, aber wir haben nicht, wir hatten nur einen Tag, uns vorbereiten für das Spiel, und deswegen habe ich gedacht, okay, wir machen nicht zu viel oder etwas anderes, so vielleicht deswegen auch. Das nächste Heimspiel ist dann übrigens am 23.10. in der Bundesliga und 16.10. gegen Chambéry.